Hören Sie, das Mendelssohn-Konzert ist ein Stück, das einen ein Leben lang begleitet. Und natürlich, da verändert sich auch die Sicht auf das Stück. Ich habe das Stück, ich glaube, mindestens dreimal im Leben umgearbeitet. Man hat es gelernt als Kind und da denkt man, es ist so eine Art von Kinderkonzert. Dann als so halb Erwachsener, da hat man schon das eine oder das andere besser erfasst und besser verstanden und auch besser gespielt, hoffentlich. Und dann noch einmal, als ich die erste Niederschrift gesehen habe, die eine sehr schöne, saubere Niederschrift ist. Und damals habe ich wahrscheinlich zum letzten Mal hoffentlich sehr vieles geändert und anders gedacht. Aber es ist ein unglaublich großes Meisterwerk. Man kann es kaum kaputt machen. Und ich bin nicht jemand, der an einer Interpretation besonders hängt, nicht einmal an einer eigenen, weil sich das ja immer verändert, indem man neue Kenntnisse und eine neue Einstellung zum Werk kriegt. Ich habe keine Lieblingsaufnahme und auch nicht etwas, was ich besonders empfehlen würde. Natürlich hatte man schon vielleicht Lieblingsinterpreten, aber ob die gerade das Mendelssohn-Konzert am besten oder am schönsten gespielt haben, und ich würde sagen, es ist gerecht zu sagen, als man 15 war, hatte man einen Lieblingsinterpreten und mit 30 hatte man einen Lieblingsinterpreten und mit 100 hat man einen anderen Lieblingsinterpreten. Vielleicht, oder man hat gar keinen mehr. Ich glaube nicht direkt. Wissen Sie, das hängt ja sehr von Individuum ab. Das hängt sehr von den einem oder den anderen Studenten ab. Und der eine braucht vielleicht so eine Art von Vorbereitung. Vielleicht gibt man das Bruchkonzert, dass er lernt, wirklich schön zu spielen. Auch bei Ihnen erschienen. Oder aber man lässt ihn einfach drauf los und versucht, dass man ihm dann am Stück selbst das beibringt. Das ist sehr individuell. Ja, wissen Sie, das kann man mit sehr gemischten Gefühlen sehen. Auf der einen Seite, so ist es uns überliefert, ich meine, keiner von uns war dabei, stammt wohl der größte Teil der Kadenz nach einer Textvorlage von Mendelssohn, stammt aber die Ausarbeitung von Ferdinand David und das ist ziemlich genial. Das ist ziemlich genial und man kann da nur den Hut abnehmen, mehrere Male hintereinander, um ihm die richtige Ehre zu erweisen. Auf der anderen Seite ist er meines Erachtens etwas großzügig vorgegangen mit einigen Textstellen. Ich kann mich an eine Stelle erinnern, die ja auch dokumentiert ist mit einem Briefwechsel, wo Mendelssohn schreibt, ob er im ersten Satz an dieser und jener Stelle Oktaven haben kann und Ferdinand David schreibt zurück, nein. Geht nicht. Das würden wir heute nie in Frage stellen. Das ist, kann jeder Student die Oktaven an dieser Stelle spielen. Aber es ist nicht es wurde gestrichen, obwohl es Mendelssohn ausdrücklich haben wollte, zum Beispiel. Das ist nur ein Beispiel. Und ansonsten betrifft es ja nur kleine Artikulationssachen, die aber meines Erachtens in jedem Fall von Mendelssohn musikalisch gesehen wertvoller waren. Ich würde selbst für mich immer einen Urtext wählen, womöglich einen, der wirklich ein Urtext ist, also ohne jegliche Zugaben, was ja jetzt weitgehend damit geschieht, dass die Violinstimme wird ja ohne jegliche Zugaben gedruckt, als Zweitstimme beigelegt. Das finde ich eine wunderbare Lösung. Ansonsten ist der Umgang mit dem Urtext wohl verbunden mit dem, dass man viel weiß und viel kann und sehr vertraut ist mit der Art des Komponisten, wie er es niedergeschrieben hat. Also ist eine Sache, quod licet Jovi, non licet bovi. Für jemanden würde ich empfehlen, unbedingt einen Urtext ne zu nehmen, den anderen würde ich empfehlen, vielleicht eine bezeichnete Stimme, aber eine gut bezeichnete Stimme, wie zum Beispiel eine aus Ihrem Verlag.